Ah, jetzt aber einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu. Verdammt. Verdammt! Ey, Scheiße, ich wollte echt gar nicht so anfangen. Das war nicht für geplant. Okay, also schon mal in diesem Sinne. Sorry, sweet. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trifelos Big Bag. Ja, erstmal richtig schön zum Deppen gemacht und so weiter. Yeah. Gut. Scheiße. Hier, das ist jetzt fertig geworden, dass wir das mal nachfüllen. Einmal hier schön einmal auffüllen. Sulfo kann raus. Das kommen weg. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es irgendeinen ordentlichen Verwendungszweck für dieses Elektro-Tine-Ohr gibt. Also dieses Elektro-Tine hier. Ob man da was Cooles mitmachen kann. Appetite muss ich noch verarbeiten und so weiter. Aber jetzt haben wir erstmal was anderes vor. Ich bin noch die ganze Zeit überlegen, was man mit der Kohle mal machen könnte. So, aber jetzt hier. Wir brauchen noch etwas. Und zwar für die Cyclic Assembler Schematics. Da brauchen wir 3 Stück von. Das ist nicht so wirklich ein Problem. Haben wir noch Papier über? Paper Stack, kann man die zurückwandeln? Natürlich nicht. Ich hasse es. So. Ja, die ganzen Felder muss ich mal schauen, dass ich die automatisiert kriege. Vielleicht können wir da irgendwie mal was Schönes machen. Da ist ein Roboter. Oder nein, warte, ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Da hatten wir ja was für ein Teneriffa mal angeschaut. Ja, ich hatte auf Teneriffa ein bisschen sehr viel Zeit teilweise. Da wir keine Arbeit war, konnte, hatte ich freie Beschäftigung und da konnte ich mal auch ab und zu mal so mit ein paar Monate auseinandersetzen. Da hieß es dann nicht wirklich für Arbeit, dann hieß es auch einmal, ja, chill deinen ab hier. Komm, hast du was zum Durchschrauben? Nee. So, Papier brauchen wir. Und Lapislazuli. Gut, dann lass es hier hin. Papier so. Verhältnis zu Schmetterling. Das Papier tun wir jetzt mal hier rein. Und dann nehmen wir das Ganze einmal mit. Und dann nochmal hier die. Komm, dafür machen wir eine neue. Ich glaube, da sollten wir nicht so wirklich viel Holzprobleme haben. 2. Fertig. So. Und jetzt kommt der Geniestreich. Okay, so ein großer Geniestreich ist es eigentlich auch nicht. Schematic kommt hier rein. Und kann dann hier beschriften, was es da geben soll. Noch ist es blank, aber wenn wir jetzt hier auf OK drücken, ist das Rezept gesetzt. Ein Compressed Cobblestone aus einem Cobblestone. Dann machen wir hier natürlich. Aus denen machst du so einen. Nein. Alles jetzt? Ja. Gut. Und wer jetzt erwartet? Aus den Double Compressed. Machst du einen Triple Compressed. Und das Ganze kommt dann hier erstmal in die Doppeltruhe. Mach mal raus. Schauen wir jetzt mal an, ob das funktioniert und kurbel hier rein. Ah, der wird sofort verwurstet. Na? So. Haben wir hier eine Frage denn? Nein, das wollte ich so. Ja. Den Triple und den da rein, den Double kann man hier wegknacken.
Ne, warte mal, hier kommt der Kompass rein. Hier kommt der rein. Und sehr schön. Müsste man dann halt auch weiter ausbauen, dass hier noch weitergeht halt. Wir haben jetzt nur bis zum Dreifachkompressen, dann hier vierfach, fünffach, sechsfach, siebenfach. Und dann ist es endlich der achte. Also bräuchte man noch fünf, aber das reicht jetzt so erstmal. Vor allem müssen wir auch schon, dass hier die Schmiede erstmal anfängt. Die ganze Kohle und Kacke. Und dafür müssten wir uns einmal ein wenig Lava abzapfen. Jetzt habe ich natürlich nirgendwo einen Eimer, oder? Oder habe ich hier in meinem Rucks? Hier ist ein Eimer. Sehr schön. Dann gehen wir dann einmal bei der Schmiede schmorren. Ui. Ich wollte echt sagen, bei der Schmiede schmorren. My English is perfect. My English is not the yellow from the egg. Claro, claro. Machen wir das einmal so. Eins. Zwei. Drei. Vier. Da sollte eine 6 drin sein. Jawohl. Ja, das ist auch noch voll. Und hier. Das ist noch genug da, warte. Ich glaube, um das Problem werde ich mich aber auch mal kümmern. Zwar nicht in dieser Aufnahmesession, aber in einer der nächsten mal. So. Dann füllen wir jetzt noch die Coal Generator auf. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt alles auch so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wette jetzt nicht, weil da irgendwie was Neues dazugekommen ist oder so weiter. Einmal. Ja, das sieht doch gerade so scheiße aus. Stopp. 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 Und dann nur noch einstellen, dass die Kurzsamen auch weitergeleitet werden. Hier rein. Extract Reward Signal. Extract Reward Signal. Alles wird dort entwickelt. Ui. Das kommt doch schon super an. Alter, ich kriege gerade einen Sekunden Tag Cobblestone. Ich glaube, aus der Truhe mache ich mal lieber eine Iron Chest. Oder ich glaube sogar eine Gold. Ja, eine Gold Chest ist, glaube ich, angebracht. Eins. Acht. Eins. Ich bin wieder so super am Zählen. Eins, acht. So. Jetzt habe ich den Holzblock vergessen. So. Einmal. Dupp. Und so einmal. Dupp. Sehr schön. Ich kann auch hier noch was wegräumen. So, das Gras kann wieder weg. Immer schön alles wegräumen, was wir nicht brauchen. Und dann upgraden wir einmal die Truhe da hinten. Alter, wie schade. Einmal, zweimal und. Einiges zusammen. Ich glaube, die Truhe ist übermorgen irgendwie schon voll oder so. Ihr seht schon kommen. Also,
das reicht jetzt erstmal meiner Meinung nach. Können wir dann in einer der nächsten Folgen nochmal upgraden. Halt bis zum 8-fach verpressen. Aber so haben wir dann schon mal genug Cobblestones. Ich meine, hier kommen jetzt 1, 2, 3, 6 immer an. Ja, komm, schau mal, ein bisschen mehr. Super. Ey, das ist geil. Das ist geil. Gut. Jetzt bin ich gerade überlegen. Was sollen wir noch machen? Wir könnten eigentlich wirklich mal anfangen mit einer ordentlichen Lagerversorgung. Und zwar wollte ich das lösen über eine Endothermic Pump. Die Endothermic Pump. Die ist nicht so ganz günstig. Ich glaube, die können wir sogar noch zusammenquarten. Wir brauchen eine Enderperle. Das schaffen wir. Ich hab da irgendwie mit mehr. Alter. Wie viel hat der? 3, 6, 5. Muss ich mit dem Glaschgewehr angreifen? Ja, droppt noch nicht meine Perle. Danke, du Arsch. Okay, falsche Truhe. Zwei Perlen, ein Blaze Rod. Hiervon brauchst du heute nichts mehr. Vier Obsidian, vier habe ich gesagt, danke. Ein Diamant. Verdammt. Noch ein Bucket, aber noch ein Pickaxe müssen wir craften. Das ist die erste Iron Pickaxe, die ich in diesem LP crafte. So, noch schön zwei Formstöne. Formstöne, hm? Ey, der stöhnt voll. Oh Gott, der war so schlecht, dass ich husten musste. So, die Pickaxe. Oh. Oh, da habe ich direkt zwei ab. Schiefer zu kommen. Komm, Tisch rasieren wir mal schnell. Ah ja, ich werde wahrscheinlich mal hier vom Crossbow werde ich andere Bolzen nochmal machen. Da werde ich doch ein Derium machen. Weil jetzt habe ich ja gesehen, so teuer sind die gar nicht. Alter, 36 Slimeballs. Bitte. Schreibt mir eine Verwendung, was ich damit machen kann, ob man die irgendwie für was Geiles benutzen kann. Ich weiß bald echt nicht mehr, wohin mit denen. Okay, wir brauchen jetzt eine Lava Bucket. Und dann brauchen wir noch einen Wasser Bucket. Dum, 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 dum. Und wir sind zu Hause. Ich wüsste jetzt aber auch noch, was wir danach auch noch craften könnten. Eine Maschine können wir nochmal craften. Okay, wir brauchen Ender Fuse Obsidian. Haben wir. Wir brauchen ein Ei auf Ender. Dafür brauchen wir Blaze Powder. Haben wir. Komm, wenn wir das ordentlich zu verwerten, dann machen wir den Magma Queen. Ja, und das sollte es dann schon gewesen sein, wenn du ordentlich Eimer erkennen würdest. Iron Pickaxe, Diamond und Eye of Ender. Und wir haben eine Endothermic Pump. Hallo. Was? Nein, ich wollte nicht Liquid XP. Okay. Wohl. Das ist echt interessant. Das muss ich mir mal merken, dass man das auch als flüssige XP rauskriegen kann. Okay, die Endothermic Pump tun wir jetzt mal hier zu dem wertvollen. Tun wir hier unten schön hin.
Und es gibt da noch eine Maschine, die ich mir noch gerne craften würde. Und zwar einen Wireless Charger. Der Wireless Charger. Wir brauchen Electrical Steel, einen Octal Capacitor und einen Ender Resonator. Autsch. Da brauchen wir noch einen zweiten Splice. Okay, dann sind es doch zwei Maschinen mehr. Slice. Oh. Der Slice und Splice wird gemacht aus einem Kopf, einer Schere, einer Iron Axe, Solarium und Machine Chases. So, einige, die sich mit Ender jetzt nicht auskennen, werden fragen, what the fucking hell is a Darium Boy? Tell me, what is it? Yeah, man. Ja, ich lasse es mal lieber sein, bevor ich schon wieder tausendlich werden wegen Lachkämpfe bekomme. Okay, wir brauchen für Kopf. Das hier wird auch irgendwann kommen, aber es wird irgendwie mal schauen, dass wir das mit Pacman Speediger machen. Das sei denn, der wird dann irgendwann sagen, der passt schon. Aber ich glaube, den werden wir auf jeden Fall auch einfach. Machine Chaser. Nee, warte mal, hier haben wir noch. Hier. Wer auch mal Lust hat, ich bin mittlerweile ein ziemlich cooles Spiel auf dem Handy am Spielen. Nennt sich Leech of Heroes. Finde ich das richtig cool. Macht echt Bock. Es ist eigentlich zwar ein billiger, ganz, ganz billiger LOL auf Clutch, aber es macht schon noch Bock, finde ich. Und man kann nicht sagen, dass es wie LOL ist. Es ist einfach, wow, es hat die Charaktere von LOL, Happy Birthday. Aber auch dann auch schlecht verallgemeinert. Und brauchen wir. Und währenddessen können wir schon das Solarium machen. Solarium ist nämlich nichts anderes als Soul Sand und Goldgewicht. Finde ich, ist eine recht interessante Kombination. Das Leis und Weiß kennen wir schon. So weit aufbauen. Jetzt brauchen wir nur noch Solarium. So, die ersten zwei sind schon fertig. Braucht auch gar nicht so lange, bis es fertig ist. Also die können wir jetzt mal gerade abwarten. Und dann haben wir schon das Solarium ready. Ready to Getty and ready to the Medium. Wow. Wow. Ich schreibe meiner Mutter eben, als sie noch unterwegs waren. Ja, ich habe schon mal die ganzen Sachen wegen Kanada vorausgesucht, auch schon alles gefunden und so weiter. Das war vor 3 Stunden, wo ich das geschrieben habe. Und jetzt, wo sie schon vor einer Viertelstunde nach Hause gekommen ist, schreibt sie, okay. Also, ich bin schwer beeindruckt gemacht. Das wäre unbedingt interessant, irgendwie so eine Folge mit meiner Mutter aufzunehmen oder so. Aber ich dachte, darauf könnten die sich nicht begeistern. So, obwohl müsste ich eigentlich mal meinen Eltern im Allgemeinen fragen. Wie seht ihr das? Würdet ihr das eigentlich mal abwählen, mal meine Eltern in der Folge zu hören? Und jetzt sehe ich schon die Kommentare. Nein, 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 nein. Keine Sorge, meine Eltern sind normal. Nur ich bin in der Familie so verballert. Okay, das Leistungsfleisch lädt noch auf. Wir brauchen für den Wireless Charger. Wireless Power Light. Okay. Brauchen wir einen Ender Resonator. Der braucht 2 Solarium, ein Vibe und Alloy, Silicon und einen Enderman Head. So, jetzt hier mal Vorsicht. Es geht um den, nein, nochmal wiederholt, den Enderman Head. Die 748 von Ender.io. Die von TK-Konzept funktionieren nicht, nur der. Kann man aber nicht craften oder so weiter. Musst du halt wirklich von einem Enderman abschlagen. So, wir machen jetzt aber nochmal schnell 2 Solarium fertig. Zack. 1, 2. 1, 2. Na, die Toten auch weg.
So, wir brauchen aber noch ein Gold, ein Glowstone, ein Redstone und eine Enderperle. Ne, das war ein Slimeball. Das war schon wieder ein Slimeball. Und der Enderman Head. Da können wir jetzt hier die Slimeballs reintun. Wofür braucht man denn Enderversion Head eigentlich noch? Weil das Charger Dimensional to 7. Ach, warte mal, ich mach das. Ja, dann gehe ich gleich auf jeden Fall nochmal. Soll ich schnell. Nochmal drüben bei der Farm und so weiter schauen wegen Enderperlen. Ich glaube, da war auch schon länger keiner mehr. Also ich liebe die Musik hier. Also ich glaube, bei der könnte es sicher sein, dass ich die auch ein bisschen länger behalten werde. Die höre ich auch so momentan auch nicht privat. Das und das kommt da rein. Solarium, Enderman Head, Sedigan. Und dann kommt da auch noch rein. Da braucht er aber einen Moment, dann kann ich eigentlich schon mal zwei neue Enderperlen holen gehen. Und ein Glowstone Rose. So. Boah, ich hasse es immer hier hin und her zu laufen. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich jetzt der Weg ein bisschen krass weit. Und die eigentlich natürlich nicht. Muss ich mir merken. Ich glaube, mit Basalt kann man nochmal cool arbeiten. Und noch 13 Enderperlen, schon weiß man deine Farm nach. Vielleicht hat der liebe Street hier ja die Portale gemacht. Ah, das geht hier aber noch schöner, ne? Komm, nehmen wir mal gerade was mit. Dann lernen wir einmal. Nee, die Hexen haben keinen Glowstone noch gelassen. Ne? Ja, wisst ihr, was ich meine. Oh, da kann ja auch welche anwenden lernen. Gunpowder kann hier rein. Nein! Die zwei sind mir. Ich meine, würde mein. Weißt du was, ich bin jetzt gerade zu faul. Ich bin jetzt gerade echt einfach nur zu faul. Das habe ich mir jetzt mal gerade gegönnt. So, in der Aufnahme. Beschreib mich als böse oder sonstiges. Ich war faul. So, 1, 2, 2. Slice and Splice, Vibrant Alloy. Und der Tormented Enderman Head, der Ender Gedönse wird fertig. So, wir brauchen jetzt aber noch hier 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 4. So. Von dem brauchen wir, wie gesagt, hier. Dann brauchen wir von denen wie viel hat er jetzt drin? 14.200. 1, 2, 3, 4. Müsst. Warte. Nee, gar nicht. 2. Ich wusste es. Ich wusste, dass das ein mit. Die 13.
hätte ja auch noch Glowstone. Egal, das haben wir mehr. Machen wir das schon mal zu Vibrant Alloy. Tada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 bräuchte ich. Was, der ist schon fertig? 1, 2, 4. Sehr. Okay. Das hat wirklich nur eine Dürre von 1. Gut zu wissen, dann muss ich da vielleicht mal eine andere Axt nehmen. Auf jeden Fall, der Ender Resonator ist fertig. Boah, ich liebe die Musik, die ist einfach so gechillt. Wann habt ihr euch eigentlich dafür mal das letzte Mal so richtig gesetzt und einfach nur entspannte Musik gehört? Macht das doch auch einfach mal. Ich meine, ihr seht, wie entspannt ich gerade bin. Gott verdammte Kacke, ich habe keinen Electrical Steel mehr. Ja, mein Schweiß, mein Körper ist ein Hort der Ruhe. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Die gesagt haben, dass mein Körper einer unter Ruhe ist. Maul halten. Das weiß ich gerade noch nicht wirklich, ich habe mich wirklich gerade aufgeregt. 7, ich brauche noch 6 Iron. Ah, die Eisenretter, Vorräte halten sich aber echt gut. Na, 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 na. Charger mache ich jetzt noch zu Ende. Ich habe vorhin nicht auf die Zeit geachtet. Naja, habt ihr wieder Glück gehabt. Ich muss da echt einen Timer setzen. Aber wie man es von zwei anderen Karten sehr gut kennt, das vergisst man das ganz gerne mal. Nicht wahr? Tobi, Klaus, ne? Ach ja. Ja, der liebe Streetiger, der Klaus, der ist ja auch gerade im Urlaub. Und wenn ich jetzt irgendwann einen Kommentar hier lese, der nicht mindestens in 3 Wochen ist, wo sie, ja, der Urlaub tut gut, oder tat, nee, da wo steht, der Urlaub tut gut, dann hau ich dich nochmal raus. So, der Wireless Charger ist fertig. Und? Sehr schön, das wird alles aufgeladen. Das ist sehr schön. Gut. Dann würde ich sagen, hattet ihr jetzt mal eine schöne lange Folge. In diesem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück zum TBP. Gut, in diesem Sinne. Hasta la vista, adieu, au revoir, etc. Und bis bald. Bye.